Ja, Leute, ich musste einen Neustart machen. Wir fahren hier die VSR-Serie mit dem Volvo. Es geht einfach darum, ich switche irgendwie jedes Mal auf den Desktop. Keine Ahnung, was das für eine Scheiße ist. Ich habe jetzt mal neu aufgenommen. Ich hoffe, dass es jetzt wieder funktioniert. Immer kriege ich irgendwie eine Fehlermeldung. Ich hoffe, dass es jetzt vorbei ist. Oh, war das ein Drift. Leck mich am Arsch, okay, ich bin zurück im Rennen. Völlig aber überfordert gerade. Um die verlorene Zeit aufzuholen. Und ich habe wirklich abgebrochen, weil ich immer irgendwie einen scheiß Switch hatte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall absolut Hammergerät. Du bist Zweiter. Jetzt greif die Spitze an. Jetzt müssen wir auf jeden Fall den da vorne noch, den Trottel. Ah, wer sagt, dass man hier nicht mit driften kann? Hallo? Bin da. Ha! Idiota! Idiota bist du, Junge! Okay, das ist auf jeden Fall ein Dreier-Event. Indianapolis, San Marino und noch irgendwas. Schön 280. Absolut geil. Mal ein bisschen übertreiben mit in den Kurven gehen. Mal gucken, ob man dann... Es funktioniert auf jeden Fall. Yeah. Du hast 5 Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. So wie Volvo wäre ja und behaupte die Führung. In echt auch geil, wenn die in der DTM noch mitfahren würden, statt nur BMW und Mercedes und Audi. Von den Motoren her können die das auf jeden Fall. Also die bauen ja auch echt Hammer Autos. Und eins den sichersten Autos der Welt bauen die. Das muss man ja wirklich sagen. Mir juckt die ganze Zeit das Auge, ey. Wie nervig. Und jetzt kommt die scharfe Kurve. Wie geil. Das macht richtig Laune. Bis an die Haarnadelspitze. Ja, voila. Da war ich ein bisschen okay, schnell. Dieser Fehler hat Zeit gekostet. Fahr jetzt ein sauberes Rennen. Ja, bleib doch ruhig. Wir lassen es so richtig krachen hier. Ich würde mal sagen, das war ein eindeutiger Sieg. Oh, oh. Da bin ich zu weit außen in die Kurve gegangen. Jawohl. Ey, mir jucken die Augen, Leute, diese scheiß Pollen, ne? Jawohl, erster Platz natürlich, 20 Punkte. Damit führst du die Eventwertung an. Ja, weiter geht's. Wo der Volvo wirklich gut ist. Aber abwarten. Die Strecke war jetzt einfach. Ja, ich hätte 173 Meter linkster Drift in den letzten Serien haben wir das gemacht. Red Bull Racing, genau. Red Bull. Nimm den Red Bull Ring nicht auf die leichte Schulter. Red Bull Ring, genau. Er liegt auf einer großen Anhöhe, also verbremst dich nicht. Ja. Gas, Leute, lasst jucken.
Nimm dir etwas Zeit, um die Strecke kennenzulernen. Nein, der Volvo beschleunigt nur nicht am besten von allen. Aber der liegt wie ein Brett. Und an den nächsten vorbei. Der nächste kommt gleich. Ja, ja, die holen wir uns alle. Jetzt kommt eine scharfe Haarnadel. Über 100 Meter jetzt voll in die Klöten gehen. Eieieiei, Volvo gegen Volvo. Was kriegen wir als nächstes? Gerade, gerade. Ja, dräng mich ruhig ab, du Ochse. Du bist fast in den Top 3. Ja, wir kommen. Wir haben 3 Runden Zeit, Mann. Bleib geschmeidig. Papi muss sich erstmal jetzt hier die Strecke anschauen und dann geht das richtig ab. Du kannst ihn ausmanövrieren. Hab ich doch schon. Platz. Komm, Baby, lass jucken. Rechts. Was für ein geiler Drift um die Kurve. Ja, dräng mich ab, du Arsch. Komm schnell wieder ins Renntempo. Dein Ausritt hat dich zurückgeworfen. Ach, Quatsch. Bin Zweiter. Oh ja. Na komm, da spulen wir zurück, Leute. Hä? Was soll das denn jetzt? So. Oh mein Gott, irgendwie spackt das Spiel ein bisschen heute. Bei mir zumindest. Kommen aber nicht so richtig ran an den. Zieht sich ganz schön hin. Wieder eine scharfe Kurve auf jeden Fall. Ich glaube, dadurch haben wir jetzt ein bisschen was gut gemacht durch die Kurve. Jetzt die nächste. Oh Mann, ey. Schneller. Die schnellste Rennrunde gefahren. Oh, Scheiße. Was für ein Drift. So, jetzt kommen wir aber ran an den. Noch schneller konnte ich nicht durch die Kurve rauskommen. Jawoll. Jetzt dürften sie uns eigentlich nicht mehr kriegen. Er hält auf jeden Fall gut mit der Arsch. Junge, was für ein enges Rennen hier. Ruhig, Brauner, ganz ruhig bleiben. Da müsste wieder eine Haarnadel. Nee, doch nicht. Jawoll. Komm. Jawoll. Oh, Leute, was für ein Rennen, ey. Mama mia, 4 Minuten 2, ey. Wahnsinn. Ja, Platz 1. Du bist Spitzenreiter in diesem Event. Verteidige deine Führung. Ja, 10 Punkte schon Vorsprung. Jetzt werden wir Minimum, also Zweiter, wenn wir Zweiter werden im nächsten, ist es auf jeden Fall Platz 1. Ich glaube, wir könnten sogar Dritter werden, Leute. Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall sehr geil bis jetzt.
Also das gefällt mir wieder. Gefahrene Karrieredistanz über 1000 Kilometer schon. Die Strecke ist breit und bietet großzügige Auslaufzonen. Sei aber nicht zu aggressiv auf den Randsteinen, sonst beschädigst du das Auto. Und hat eine lange Gerade, wenn ich mich recht entsinne. Oder ist das die Stadtstrecke von innen? Das ist die Stadtstrecke. Das ist eine Links. Sie ist auf jeden Fall anders wie in der Formel 1. Ah, wir fahren sie jetzt rückwärts. Alles klar. Alles klar, gerafft. Fest in dem. So, jetzt müsste eine gute Gerade kommen. Oh, der hat sein Heckteil verloren. Außen, jawohl, und geradeaus. Wir müssen noch Gas machen, Leute. Gas, 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 Gas. Oh, Backe, ey. Das Ding hat mich sehr irritiert, der Penner. Jawohl, zweiter. Da bist du klassisch ausgebremst. Komm, lass jucken, Alter. Jetzt kommt eine Schikane auf jeden Fall. Komm, Petro, lass da vorne mal jucken. Mein Gott, du fährst langsam wie meine Oma mit dem Gehwagen. So. Jetzt gehört die Strecke uns. Du liegst auf Platz 1. Nur noch diese Runde. Ja, jetzt nochmal links. Ah, die Runde geht auch nur zwei. Die Strecke nur zwei Runden. Mann, oh Mann, oh Mann. Komm, McFly, lass jucken. Da haben wir gerade Glück gehabt, dass wir keine Strafe gekriegt haben. Komm. Jawoll. Ein bisschen einfacher zurzeit wieder. Gerade mit dem Volvo. Müsste die Schikanensachen kommen. Wo war das denn abgekürzt, du Volltrottel? Komm wieder Gas. Braucht man nicht für zurückspulen. Jawohl, und Start und Ziel. Sauberes Rennen. Perfekt, Leute. Perfekt. Würde ich mal sagen. 3 Minuten 29. Ja. 60 Punkte. So geht das. Klasse Leistung in dieser Runde, Junge. Maximale Punktzahl erreicht. Besser geht's gar nicht. Endplatzierung 1. Erfüllte Ziele 1. Fans 11 Millionen haben wir schon. Na, 12.269.875. Beeindruckende Zahl. Muss ich wirklich sagen. Wir suchen immer nach neuen Möglichkeiten, Fans zu gewinnen.
Das darf ruhig Spaß machen. Probier es also mal mit einem Promo-Event. Nee, möchten wir jetzt nicht. Ich will jetzt hier diese VSR-Serie zu Ende machen. Intel Checkpoint-Serienrennen. Jawohl. Chicago und Hongkong und so kommt da. Und wir sagen vielen Dank fürs Einschalten bei GWID 2. Mein Name ist Labus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch und schaut mal bei Facebook und Twitter vorbei. Ciao, ciao. Bis die Tage.